Hier ist ein LKW umgefallen. Wir haben natürlich im Hintergrund, sieht man ein bisschen, die Hochspannungsleitung. Warum wir es gesperrt haben, war einfach, dass wir einen besseren Zugwinkel haben. Wir befinden uns hier auf der Autobahn, Fahrt Richtung Rudesheim, Richtung Leonberg, kurz vor der Ausfahrt Leonberg West. Hier ist ein LKW umgefallen, in der Seitenstreifen gekommen, dann umgekippt, auf der Leitplanke zu liegen gekommen. Er war Gott sei Dank nur mit so leichtem Baumaterial beladen. Das Baumaterial liegt alles im Seitenstreifen. Wir haben eine Fahrbahn haben wir immer offen gehabt, die zweite Fahrbahn konnten wir dann recht schnell wieder öffnen, weil der LKW ziemlich weit drüber liegt. Wir haben Betriebsstoffe abgepumpt. Das Umweltschutzamt ist da und der Abschlepper ist momentan da. Mit dem Fahrer, wie geht's dem? Musste der von euch gerettet werden? Ist der selber rausgekrabbelt? Was ist mit dem? Der Fahrer ist selbstständig über die Leiter aus seinem Führerhaus ausgeklettert und ist dann ins Krankenhaus verbracht worden. Was habt ihr außer Betriebsmittel sonst noch gemacht? Wir haben die Einsatzstelle abgesichert und die Polizei hat das Bergunternehmen beauftragt und wir haben den Brandschutz sichergestellt, die Batterie abgeklemmt. Wie geht es jetzt hier vor Ort weiter? Vor Ort geht es so weiter, dass das Bergunternehmen jetzt kommt, den LKW wieder auf die Räder stellt. Das wird so circa 2 Stunden noch dauern, aber für die Feuerwehr ist jetzt Einsatzende. Ich sehe, das THW ist auch noch da, was machen die? THW haben wir geholt, die haben bei uns einen Radlader. Die Fahrbahn war oder ist ziemlich verschmutzt. Wir haben gedacht, der Radlader könnte die Fahrbahn von dem Dreck befreien. Wird jetzt auch aktuell gemacht. Der schafft mit dem mit der Autobahnmeisterei zusammen. Die reinigen die Fahrbahn und danach kommt ein Bagger, um das Gut, was auf dem Seitenstreifen liegt, wieder aufzunehmen. Mit wie vielen Kräften war der denn im Einsatz? Die Feuerwehr Leonberg war mit 21 Mann im Einsatz, die Feuerwehr Rudesheim mit 15 Mann circa und das THW mit 5 Mann. Vielen Dank, Herr Schneider. Sehr gerne. Ja, wir sind hier auf der Bundesautobahn 8, Fahrt Richtung München, kurz vor der Ausfahrt Leonberg West. Wir sind von der Feuerwehr alarmiert worden zur Unterstützung der Bergungstätigkeiten hier an dem LKW-Unfall. Wir unterstützen jetzt noch die Autobahnmeisterei und das Abschleppunternehmen mit unserem Radlader hier bei der Grünanlagen zurückbauen, dass das wieder alles von der Autobahn runter ist und dann auch bei den Bergungsaufgaben. Wir sind jetzt mit 2 Fahrzeugen hier vor Ort und dem Radlader insgesamt 5 Personen. Wie viele Maschinen setzt ihr jetzt hier insgesamt ein? Den Radlader setzen wir hier jetzt ein. Erstmal primär. Was ist jetzt die Schätzung, wie lange das ungefähr dauert, eure Tätigkeit? Also wir schätzen jetzt mal, ist noch nicht ganz klar, je nachdem wie stark der Abschleppdienst jetzt hier uns noch braucht,
Wir haben jetzt auf jeden Fall mal mindestens eine Stunde, um jetzt hier mal die ersten Tätigkeiten zu machen und dann müssen wir mal schauen, wie sich so entwickelt. Vielen Dank, Herr Lock. Gerne. Ja.
Lage war erstmal unklar. Wir haben dann genauere Informationen bekommen über die Polizei, dass ein Sattelzug umgekippt ist, beladen mit einem festen Betriebsmittel. Wir wissen noch nicht genau, was es für Material ist. Ist es auf jeden Fall sehr weich und trotzdem schwer. Jetzt ist es hier, was ich hier die besondere Herausforderung auf der Autobahn. Und ihr habt 10 Hertz Hochspann, zum Beispiel wird hier alles möglich. Ja. Was war für euch besondere Herausforderung? Herausforderung war natürlich erstmal der Berufsverkehr, dass wir erstmal die Koordination mit den Einsatzkräften absprechen. Wir haben natürlich im Hintergrund, sieht man ein bisschen, die Hochspannungsleitung, die waren unter Spannung.
haben natürlich erstmal die Elektrizitätswerke informiert. Die haben das abgeschaltet und dann haben wir natürlich erstmal unser Anschlagmittel ausgesucht und angeschlagen. Mit wie vielen Maschinen seid ihr jetzt hier im Einsatz? Wir sind hier mit zwei Vierachser-Bergefahrzeugen mit jeweils zwei Winden, um die Zugmaschine und den Auflieger aufzustellen. Zur Unterstützung haben wir hier einen 60-Tonnen Telekran im Hintergrund zum Auffangen und natürlich auch zum Richten eingesetzt. Weiteres unser Bergebus im Hintergrund, um die Anschlagmittel sach- und fachgerecht zu befestigen. Jetzt habt ihr die Autobahn kurz sperren müssen für die Bergung? Warum wir es gesperrt haben, war einfach, dass wir einen besseren Zugwinkel haben und auch mehr Kraft auf die Winden ausüben können, ohne Seilführungskräfte zu verlieren. Und was für eine Tonnage kann man da jetzt ausgeben, wenn man vielleicht noch halb voll ist? Ich gehe jetzt mal davon aus, der war circa beladen mit 26 Tonnen. So ein Zug schätze ich mal 21 bis 25 Tonnen. Was passiert jetzt noch von eurer Seite aus? Wir rüsten gerade die Anschlagmittel zurück, werden dann den LKW aufnehmen mit einem Unterfahrlift und werden dann mit unserem Bagger, den Sie auf der anderen Seite sehen, nachher die Ladung aufnehmen, in die Mulde verbringen, das Erdreich ein bisschen abgraben und die Trümmerteile in die Mulde einsetzen. Ich gehe mal von ca. 2 Stunden aus. Vielen Dank. Kein Problem.
Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.